Der Einzug. Die Heilige Messe entdecken mit Pfarrer Johannes Leichner. Ein Podcast von Missio Österreich. In einer feierlichen Prozession ziehen der Priester und die Ministranten ein. Schon hier begegnet uns das Bild des pilgernden Gottesvolkes. Wir sind als Menschen unterwegs und wir gehen Gott entgegen. Alte Barockkirchen erinnern uns deutlich daran. Der Hochaltar gleicht einem Tor mit mächtigen Säulen, das in der Mitte aufgerissen ist und den Blick in den Himmel freigibt. Der Priester zieht zum Altar, denn dies ist der heilige Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen, wo die Engel auf- und absteigen. Und genau dort erneuert Gott die Gnaden, die wir in der heiligen Taufe und der Firmung vor vielen oder wenigen Jahren erhalten haben. Und er macht uns wieder stark im Kampf gegen die Sünde. Der Gedanke, sich gemeinsam auf Christus auszurichten, veranlasste Architekten über Jahrhunderte, Kirchen je nach baulicher Möglichkeit auch zu osten. In der im Osten aufgehenden Sonne erkannte man nämlich ein Symbol für Christus als das Licht der Welt. Denken wir schon beim Betreten der Kirche daran. Wir sind alle gerufen, uns auf Gott auszurichten. Wir ziehen Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, entgegen. Und als Erinnerung vergessen wir, nicht uns mit dem Weihwasser am Eingang der Kirche zu bekreuzigen. Denn alles in unserem Leben steht unter diesem Namen, der für uns Heil und Erlösung bedeutet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.